Heiteres Posieren an der Leitplanke. Kein Hindernis für Barbara Schöneberger. Die Moderatorin macht selbst bei sowas eine gute Figur. Zur Verleihung des Goldenen Lenkrades in Berlin kamen jede Menge rasante VIPs. Wenn es um Autos geht, können die mitreden. Und waren sie brav im Straßenverkehr? Ich bin eigentlich eine ganz gute Autofahrerin, was zumindest meine Unfallbilanz sagt. Ich habe eigentlich noch nie einen Unfall gehabt. Und bin ich ein bisschen gerutscht, weil die Straße nass war. Aber auch nichts Schlimmes. Ach, ich habe bestimmt mal falsch geparkt und ich bin bestimmt auch schon mal zu schnell gefahren. Aber ich glaube, weiter geht's mit den Sünden im Verkehr dann nicht. Also diverse rote Ampeln habe ich schon geschafft im Leben und danach immer Besserung gelobt. In letzter Zeit ging's auch. Und ja, so Punkte geht immer. Also ich kriege das so auf lange Frist immer so auf die Kette, dass es nicht zu viele werden. Aber Schnellfahren ist so, ja, eigentlich so das Hauptlaster. Rennfahrer Matthias Ekström beichtet uns, er hat im öffentlichen Straßenverkehr kürzlich über die Stränge geschlagen. Ich glaube, dieses Jahr ist das Schlechteste mein ganzes Leben. Ich bin so oft geblitzt wie noch nie, verfolgt und Bußgeld. Und ich glaube sogar, vielleicht habe ich ein Geschenk für Weihnachten, dass ich kurz meinen Führerschein abgeben muss. Das heißt, ich habe keinen guten Lauf gehabt dieses Jahr. Also, Fuß vom Gas und sicher fahren, damit niemand wirklich böse in der Leitplanke landet.